herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Continuum Gaming, dieses Mal wieder auf Deutsch, wie ihr schon hören könnt. Und auch heute habe ich euch wieder drei verschiedene Spiele mitgebracht. Das wird dieses Mal sein Kung Pao Panda, Secrets of Magic 2 Wizards and Witches and Wizards, sorry, falsch rum, und Farm Business Factory. Mein Name ist Gerald und wie immer habe ich hier so ein bisschen meinen kleinen Aufbau mit dabei. Dazu gehört natürlich die Arc-Maus, das ist diese Bluetooth-fähige Maus, die ich hier habe. Außerdem mit dabei das Oracle Keyboard, das sieht so aus. Und theoretisch könnte auch noch der Xbox One des Wireless Controller als Eingabegerät mit dabei sein. Der ist aber dieses Mal nicht dabei, liegt also nur an der Seite, weil ich nämlich keins der Spiele damit spielen kann. Alle das sind Bluetooth-Geräte, die ich natürlich mit etwas verbinden muss. Und das ist in dem Fall, und beinahe immer bei uns, das Lumia 950 XL. Das ist dieses Smartphone hier. Das ist ein Windows 10 Mobile Smartphone, das unten dran einen USB-C-Anschluss hat und Continuum-fähig ist. Und auf die Art kann ich jetzt praktisch über dieses USB-C-Kabel, was hier gesetzt ist, mit dem Display-Dock verbinden. Das Display-Dock selbst ist per HDMI mit dem Fernseher verbunden und auf die Art kann ich jetzt einen Desktop-artigen Zustand, also ihr seht, ich kann das mit der Maus bedienen und hier Windows-Taste drücken und so ein Kram, also ganz normal oder relativ normal wie ein PC bedienen das Ganze. Und ja, das wird aber alles vom Smartphone aus generiert und das ist das Interessante daran. Wer noch ein bisschen mehr dazu wissen will und was Continuum überhaupt ist und so weiter, schaut einfach mal da oben in die Ecke rein, da gibt es noch ein paar weitere Videos, wo ich das noch ein bisschen genauer beleuchte. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal los mit dem ersten Spiel. Das erste Spiel heißt Kung Pao Panda und ja, das ist ein relativ cooles Spiel, finde ich. Das ist ein Spielprinzip, was ich noch nicht so häufig gesehen habe bis jetzt, deswegen natürlich auch mal nett, dass sowas mal dabei ist. Und wenn ich es mal richtig geschrieben bekomme, können wir dann auch gucken, wie es ist. Da ist es auch schon Kung Pao Panda heißt das Ganze. Ich werde mich dafür umdrehen, das spielt man mit der Maus, aber man muss praktisch die ganze Zeit so ein bisschen dabei sein und gucken, wohin die Sachen fliegen und so weiter und so fort. Ich drehe mich dafür um und wir schauen uns das Ganze mal zusammen an. Also, was dahinter steht, ist praktisch dieser kleine Spielecharakter, den ihr da habt. Ihr könnt übrigens auswählen, ob ihr weiblich oder männlich sein wollt und wie schwer das Ganze sein soll. Den könnt ihr praktisch gegen die Affen ins Feld ziehen lassen, die hier praktisch dabei sind. Und ich zeige euch mal, wie das Ganze aussehen würde. Könnt ihr unten übrigens noch die Bar wegmachen, dass ein bisschen mehr Platz ist. Und jetzt klicke ich hier mal drauf. Und jetzt seht ihr, könnt ihr auswählen, ob ihr ihn weiblich oder männlich haben wollt. Wir nehmen mal den Kerl und easy werde ich jetzt mal anwählen, damit es mehr Spaß macht. Und was ihr schon sehen könnt, hier gibt es dann eben verschiedene Levels, die ihr spielen könnt. Da gibt es auch noch ein paar mehr. Also durchaus ein paar, die man auch zocken kann. Und jetzt gehen wir einfach mal aufs erste drauf, um euch zu zeigen, was dahinter steht. So, was ihr hier schon seht, ist praktisch, da sind jetzt eure Gegenspieler so mehr oder minder. Und was das Ziel des Ganzen ist, dass ihr praktisch die Gegenspieler alle ausschaltet, weil sonst kommt ihr aus dem Level nicht raus. Sobald ihr die Gegenspieler alle ausgeschaltet habt, gibt es dann hinten so einen Schlüssel, den ihr kriegen könnt und damit könnt ihr aus dem Level raus und habt eben dann gewonnen. Ganz wichtig, ihr dürft weder nach oben noch nach unten noch zur Seite aus dem Bildschirm herausfallen und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Ihr habt praktisch hier eure Spielefigur und jetzt drückt ihr einfach mit der Maus einmal drauf und jetzt seht ihr, kriegt ihr hier so einen Kreis und der sagt aus praktisch, in welche Richtung das, euer Spielcharakter dann fliegen wird, weil der wird praktisch weggeschleudert wie bei Angry Birds oder sowas. Und je nachdem, wie stark ihr das eben macht, natürlich auch relativ stark. So, wenn ich das jetzt hier einfach mal auf maximale Stärke, also viel mehr geht es auch wirklich nicht, rausziehe und ihn jetzt eben hierhin bewege, dann bedeutet es nichts anderes, er fliegt in diese Richtung, als würde ich ein Gummiband praktisch in eine Richtung ziehen und ihn dann loslassen, dann fliegt er auch in diese Richtung. Und jetzt schauen wir mal, ob ich damit einen erwischen kann. Oder ob ich unten rausfalle. So, das ist jetzt passiert. Das war jetzt noch so. Ihr könnt jederzeit auch wieder abfangen. Also müsst ihr jetzt nicht, wenn ihr hier einmal jetzt falsch gemacht habt, habt ihr nicht automatisch verloren und passiert nichts mehr. Sondern ihr könnt jetzt praktisch in so einer Art Zeitlupen-Modus, bleibt oben, könnt ihr praktisch eure Spielefigur die ganze Zeit trotzdem weiter steuern. Also das macht es ganz interessant. Wenn ihr übrigens in die Nähe von so einem Affen kommt, dann wird er hier seine Kung-Fu-Fähigkeiten rauslassen und anfangen, die Gegner platt zu machen.
Auch hier, ganz wichtig, wenn ihr mal runtergefallen seid, nicht aufgeben. Einfach draufdrücken und nochmal versuchen. Und häufig könnt ihr ihn doch nochmal abfangen. Ihr könnt es nämlich so häufig machen, wie ihr wollt, wenn ihr in der Luft seid, ihn auch in andere Richtungen zu bewegen. Dann gibt es hier noch diese Power-Geschichten. Also es sind so, was man damit genau macht, ob man damit zum Beispiel schießen kann, habe ich keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Jetzt müssen wir auf alle Fälle mal da hochkommen. So, hier seht ihr theoretisch auch schon, wohin wir wollen. Oh, come on. Auch mit dir? Nein, nicht runterfallen. Hör auf. So. Ihr seht schon, wenn ihr einmal so praktisch eine Bewegungsrichtung habt, dann ist es manchmal auch relativ schwer, dann in die richtige Richtung noch zu kommen. Aber was ihr hier schon gesehen habt, sobald ihr es dann praktisch schafft, ihn abzufangen und in die richtige Richtung zu bekommen, könnt ihr praktisch nicht runterfallen. Also außer ihr seid nicht mehr, ihr sagt halt keinen Bock mehr und ich höre auf. Was ihr seht, ihr habt eine bestimmte Moves-Anzahl, die ihr erzeugen könnt. Und ihr habt praktisch Experience und Stars, die ihr rausholt. Und dafür gibt es dann eben eine bestimmte Sternebewertung, wie ihr das hier sehen könnt. Diese Ninja-Sterne, die hier rumfliegen, haben übrigens nichts mit diesen Sternen zu tun. Was das jetzt genau ist, kann ich euch auch nicht sagen. Das sind irgendwelche Punkte, aber was ich damit dann habe, keine Ahnung. Schießen kann ich, soweit ich das weiß, zumindest nicht. Oder ich müsste mal eine der Tastatur-Buttons ausprobieren, was ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht habe bei dem Spiel. Das heißt, ich probiere einfach mal, was passiert, wenn ich da drauf drücke. Ja, gar nichts. Also würde ich sagen, das hat damit wenig zu tun. Ja, und jetzt sind wir auch schon im nächsten Level. Jetzt können wir nochmal einen spielen vielleicht. Ich zeige euch mal, wie das Ganze nochmal funktioniert. Also ihr nehmt praktisch euren Charakter hier und versucht eben möglichst viele dieser Affen hier auszuschalten. Ihr könnt auch mehrere auf einmal ausschalten zum Beispiel, wenn ihr das hinkriegt. Und sonst eben versuchen, möglichst alle zu erwischen und möglichst schnell in möglichst wenigen Durchgängen. Das schafft man nicht immer. Also wenn da mal was ist, versucht es nicht zu übertreiben. Ihr seht auch, ihr habt immer so einen kleinen Pfeil, wo praktisch der nächste Gegner ist. Oh, 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 oh. Jetzt haben wir gerade ganz viel Momentum. Gucken, dass wir das wieder wegkriegen. Ja, besser. Ihr seht auch immer, wo der nächste Gegner ist, durch diesen Pfeil, der euch da praktisch präsentiert wird. Und ja, das ist praktisch das Spiel. Versucht einfach jetzt möglichst überall hinzukommen, wo ihr hin müsst. Ihr seht, wir haben es jetzt auch schon geschafft. Indem wir jetzt hinten das Teil holen, haben wir es durchgespielt, das Level, und können in das nächste übergehen. Haben nur einen Stern bekommen, weil wir jetzt zu viele Moves und so gehabt haben. Sieht man hier oben auch, wie viele das waren. Und dementsprechend auf die Art wird das ganze Spiel gespielt. Ich finde es relativ nett gemacht, besonders so als kleines Zwischendurchzocken oder so. Ist das eine schöne Geschichte, probiert es gerne mal aus. Die Charakter sind nett gezeichnet, die Musik ist okay und alles ganz cool und alles ganz in Style eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum zweiten Spiel. Über das zweite Spiel ist ein sehr alter Bekannter, wenn man es genau nimmt. Das erste Spiel davon habe ich euch vor sehr, sehr langer Zeit schon mal vorgestellt. Muss so Episode 40 oder sowas gewesen sein. Und ja, das ist Secrets of Magic 2 in diesem Fall, Witches and Wizards. Passt schön zu Halloween. Heute ist ja Halloween, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, beziehungsweise jetzt die Nacht wird dann Halloween sein. Und ja, dann zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht. Das ist mehr oder minder eine Vier-Gewinn-Geschichte, aber ganz nett gemacht, eben thematisch super angelegt an diese Hexen-Geschichten hier. Secrets of Magic, Witches and Wizards. Und es ist eben Secrets of Magic 2. Ja, und worum geht's hier? Ihr müsst praktisch diese Story durchspielen. Also es ist so storymäßig angehaucht Richtung Halloween eben. Und wie ihr hier schon sehen könnt, alles sehr, sehr auf Adams Family und Co. gemacht. Ich finde es ganz nett. Also eigentlich schön gemacht, was hier so dabei ist. Ihr könnt sehen, ihr könnt euch jetzt hier praktisch Erfolge angucken, Optionen anschauen, spielen natürlich selbst und noch so Sachen kaufen. Ich gehe mal auf die Optionen noch, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze gespielt wird. Es gibt den Spielmodus entspannt und noch einen anderen. Also wenn ihr hier mal drauf geht, habt ihr die Möglichkeit, drei verschiedene Sachen einzustellen. Eine davon, wie gesagt, ist eben leicht oder schwer Definition. Dann eben, ob ihr diese unendlichen Züge haben wollt oder ob ihr herausgefordert werden wollt und habt eine bestimmte Anzahl an Zügen. Das könnt ihr alles einstellen, wenn ihr das erstmal in das Spiel reinkommt.
werdet ihr dann alles gefragt. Außerdem natürlich die Sprache, wenn ihr noch was anderes haben wollt, ob ihr mit Anleitung spielen wollt und ob ihr Tipps wollt. Besonders Tipps kann man ruhig ausschalten, finde ich, aber wie man auch immer möchte. Erfolge könnte man sich noch anschauen, da gibt es praktisch verschiedene, wirklich wie man das so kennt, auch aus größeren Spielen, einfach Erfolge, die ihr holen könnt. Coole Sachen dabei, zum Beispiel eine 20er-Kombi und so weiter und so fort. Probiert es einfach mal aus, ob, wie viele ihr davon erhaltet, ist eigentlich recht cool gemacht. Geh hier mal auf Spielen jetzt und jetzt startet's los. Hier seht ihr auch schon, erstes Level habe ich natürlich schon durchgespielt. Ich gehe trotzdem nochmal drauf, weil dann werden wir nochmal ein bisschen so eingeführt. Ich kann euch so ein bisschen zeigen, was eben dahinter steht. Und ihr seht schon, nett gezeichnet das Ganze. Wir haben Level 1 im Moment, mit dem wir spielen können. Und hier sieht man jetzt praktisch, ist es eben ein 4-Gewinn-Spiel mit aber solchen sehr, sehr halloweenischen Styles, die hier dahinter stehen. Und ihr müsst natürlich ganz normal, wie man das so kennt, eben versuchen, jetzt diese Dinger hier aufzulösen. Wichtig in dem Fall, ihr müsst diesen Würfel, oder besser gesagt, diese Schlüssel, zwar nicht Würfel, nach unten bringen. Dafür natürlich versuchen, möglichst viele der hiermit zusammenhängenden Dinger praktisch Platz zu machen unten. Und wichtig, wenn ihr diese Teile habt, die müssen kaputt gemacht werden, indem ihr eben nebendran irgendwelche Sachen auflöst. Das kennt ihr im Großen und Ganzen schon, das ist so, wie man das eben so gewohnt ist, mehr oder minder bei solchen Spielen. Jetzt keine ganz große Neuheit, aber wie gesagt, nett gemacht, auch von der Optik her ganz nett. Und so Halloween sicher genau das Richtige, wenn ihr auf solche Spielearten steht. So, jetzt schauen wir einfach mal, wie wir hier so zurande kommen. Wie ihr schon sehen könnt, habt ihr hier praktisch so eine Art Mana-Tank oder wie man es auch immer nennen möchte. Und da müsst ihr natürlich hingehen und müsst schauen, dass ihr über den verschiedenen Sternebewertungen bleibt. Wenn ihr das schafft, kriegt ihr eben entsprechend die Sterneanzahl, die dann noch da zur Verfügung steht. Wenn nicht, eben nicht. Und jetzt mal gucken, ob ich hier noch ein paar auflösen kann, damit es ein bisschen leichter für uns wird. Ob ich das hinkriege, weiß ich selber noch nicht. Also zumindest nicht in einem sehr guten Style jetzt. Aber eigentlich sieht es schon ganz okay aus. Wir müssen jetzt nur noch einen von denen oder einen von denen hier auflösen, damit wir dieses Teil wegbekommen. Oder eben auch so ein Power-Up mal erzeugen. Das kann ich euch gleich auch noch zeigen, was dahinter steht. Ist so das Typische, was man eigentlich kennt, im Großen und Ganzen zumindest. Das hier ist übrigens dieser Tipp, den ihr dann erhaltet. Ist der immer sinnvoll? Ich finde es nicht. Also was soll ich jetzt da oben mit einem Tipp anfangen, wenn ich hier unten was kaputt machen soll? Klar kann ich vielleicht solche Power-Ups erzeugen, was dann nett ist, aber ob das wirklich funktioniert, das muss man sich erstmal angucken. Klappt nicht immer leider. Und was haben wir denn sonst noch hier? Was können wir machen? Hier haben wir noch eine Möglichkeit, dann haben wir ein Power-Up. Und sonst hätten wir hier noch die Möglichkeit, etwas aufzulösen. Können wir hier mal reingehen? Okay. Gucken, ob ich irgendwie was hinbekomme, was hier was Sinnvolles erzeugt. Ja, so ein bisschen besser ist es. Jetzt können wir das auflösen. Und der Würfel, oder der Schlüssel, warum sage ich immer Würfel? Der Schlüssel wird unten eingesteckt und kann eben aufgeschlossen werden. Und ihr seht schon, das heißt jetzt noch nicht, dass das Spiel vorbei ist. Sondern das heißt im Endeffekt, dass wir jetzt eben eine neue Möglichkeit haben, da unten weiterzumachen. Und dementsprechend jetzt im Prinzip alle diese Türen hier noch auflösen müssen. Hier oben seht ihr immer, was ihr für verschiedene Aufgaben habt. Eine davon ist jetzt eben diese Kürbisse, die Augen, die Hüte und eben alle Tore wegzubekommen. Und ein bisschen gemein, dass wir jetzt einfach am Ende dann noch sagen, ach, wir machen noch mehr Tore rein oder was auch immer. Aber so ist es eben. Und vom Prinzip her ein ganz nettes Spiel, besonders so für die 4-Gewinn-Typen natürlich, die das gerne mögen. Die sind hier gut aufgehoben, macht Spaß das Ganze. Ist auch schön gemacht, finde ich. Vom Style-Faktor her natürlich für Halloween genau richtig. Und ja, was soll ich noch groß dazu sagen? Wir spielen vielleicht noch dieses Level fertig und dann würde ich sagen, war es das auch erstmal. Wie gesagt, es gibt hier ganz verschiedene Möglichkeiten sonst noch, die ihr zur Verfügung habt. Züge unendlich spielen wir gerade. Wir müssten nicht, wir könnten auch noch das Ganze limitieren lassen und so weiter und so fort. Aber einfach um entspannt hier durch die Gegend zu fahren, ist das eben die Möglichkeit, das auch noch zu tun. So, das sieht alles ganz gut aus. Jetzt müssten wir es geschafft haben, wenn ich mich nicht irre. Genau, alle Ziele erreicht. Und damit sind wir durch dieses Level durch.
nicht super gut, also man sollte jetzt eigentlich ein paar Züge weniger noch schaffen, aber vom Prinzip her cool gemacht. Außenrum gibt es theoretisch eine Storyline, weil ich das Spiel schon mal gespielt habe und jetzt diese Levels gemacht habe, sehen wir die nicht alle, aber es ist auch nur eine kleine Story, also ob ihr das jetzt unbedingt wissen müsst oder sehen müsst, könnt ihr euch selbst überlegen. Auf alle Fälle probiert es einfach mal aus, Halloween-Style, cool gemacht, wenn ihr einfach was haben wollt, was im Moment in die Zeit passt, dafür ist das genau das richtige Spiel. Ja, und dann kommen wir im Prinzip auch schon zum letzten Eintrag dieser Episode. Das ist Farm Business Factory und das ist etwas, wie man es ein bisschen auch erwarten wird. Also es ist so ein Farming-Game. Ganz nett gemacht eigentlich. Hat auch eine schöne grafische Umsetzung, finde ich persönlich. Farm Business Factory. Da sind wir. Und hat eine schöne grafische Umsetzung, ist sehr ähnlich, wie ihr das schon so kennt von Farmville oder was auch immer. Aber wie gesagt, schön gemacht, auch was die Animationen angeht und so, finde ich, ist das alles sehr, sehr süß und sehr, sehr anschauenswert. Wie ihr hier schon sehen könnt, ihr könnt euch am Anfang überlegen, ob ihr euch mit Facebook einloggen wollt oder nicht. Wir machen das hier nicht. Wäre einfach, wenn ihr dann so eure Ziele und so weiter, die ihr halt erreicht habt, auf Facebook besser posten können wollen oder sowas, dann ist das okay. Ich gehe mal hier noch kurz in die Einstellungen, zeige ich euch, was hier gibt. Hier gibt es nicht super viel, aber einfach um es zu zeigen. Wir haben einmal Musik, die man an- und ausschalten kann, dann die Audiogeschichte, die man an- und ausschalten kann. Und dann kann man zwischen Englisch und, ich tippe mal, Chinesisch in den Chat schalten. Wir bleiben bei Englisch, logischerweise. Und das war's auch schon. Und dann können wir hier praktisch draufgehen und jetzt einfach mal in die Mission 1 gehen. Am Anfang kriegt ihr natürlich noch viel gesagt und viel mitgeteilt. Das werdet ihr auch sehr, sehr stark merken. Die führen euch ganz, ganz extrem. Ich drehe mich hier auch nochmal kurz um, damit ich besser zugucken kann, was hier so abläuft und wo es hingeht. Ihr seht schon, ihr habt praktisch diese Assistentin dabei, die euch da Informationen noch geben soll, was ihr zu tun habt, mehr oder minder. Und sonst eben immer diese Infos, die hier eben aufgeschrieben sind. Und wir sind in Farm Business und Farm Business heißt nichts anderes als eben ja, Sachen verkaufen und Geld verdienen mit eben den verschiedenen Sachen, die man hier so anbauen und die man eben machen kann. Ja, was ihr hier schon seht, wir wollen natürlich jetzt Materialien einfach erzeugen. Dazu gehören eben auch solche, hier werden später so Weizen und sowas eben dann drauf sein. Da können wir im Moment nichts drauf bauen, weil das mehr oder minder so eine Art Sumpf ist. Sumpf kann man erstmal noch nicht betreiben. Das heißt, da müsste später dann nochmal wiederkommen, um da weiterzuarbeiten. Und sonst setzen wir jetzt einfach mal die erste Geschichte. Ihr seht schon, ihr kriegt jeden Klick mehr oder minder vorgesagt, was dahinter steht. Okay, wir drücken auf das Read-Icon hier, um das zu kaufen. Ganz wichtig, ihr könnt währenddessen zwar hier schon irgendwie was sehen, was man machen könnte, aber ihr solltet immer eins weiterklicken, dann erst den Befehl ausführen. Das liegt einfach an diesem Tutorial-Modus, den die gemacht haben. So ist es halt. Ihr seht auch, drei Stages wird das Ganze hier haben. Einmal eben diesen gepflanzten Status und dann noch die anderen. 4 Tage und 6 Stunden wird es dauern, bis es gepflanzt wurde. Keine Angst, das ist nicht Echtzeit, von dem wir hier reden. Das ist schneller als Echtzeit. Und ja, sonst gibt es natürlich noch diese Power-Up-Geschichte hier, können wir auch noch reinhauen. Für das Tutorial jetzt ganz in Ordnung. Sonst einfach das Ganze noch sparen. Also wenn ihr das lange spielen wollt also nichts kaufen wollt, dann macht es natürlich Sinn, dass ihr das auch einfach noch beibehaltet und einfach die Zeit halt verstreichen lasst später. Ja, und jetzt haben wir praktisch eben unser Weizen angebaut. Und jetzt seht ihr, das ist nicht der einzige Schauplatz, auf dem wir uns aufhalten werden, sondern wir können zum Beispiel auch in die Fabrik gehen. Und in der Fabrik werden wir dann eben Brot herstellen in diesem Fall. Da zeige ich jetzt einfach mal, was dahinter steht. Ihr könnt hier verschiedene Fabrikstätten mehr oder minder hinpacken. Also einfach Maschinen, auf denen praktisch was produziert wird. Und wir wollen natürlich in diesem Fall jetzt, wie ich schon angedeutet habe, dieses Teil hier haben. Warum man jetzt tappen und halten muss, verstehe ich auch nicht. Das ist irgendwie so. Also im Endeffekt hier einmal drauf. Und dann einmal doppelklicken zum Beispiel, um das Ding zu holen. Dieses Tap und Halten ist einfach so eine Infogeschichte, die dann euch noch mehr anzeigt. Also wenn ich da jetzt drauf gehe und dann lange halte, dann kriege ich eben so eine Info nochmal angezeigt und kann zum Beispiel jetzt hier Brot herstellen. Funktioniert übrigens auch, wenn ihr einen Doppelklick macht. Also dementsprechend, ich weiß nicht genau, was es soll, aber tut es einfach. Dauert noch 19 Stunden, auch hier nicht Echtzeit, aber trotzdem wird es mir jetzt zu lange dauern, also klicken wir einfach mal drauf und bekommen hier unser erstes Produkt, das wir hergestellt haben und hier fährt es jetzt praktisch zur Ausgabe hin.
Dann wird es ausgeliefert und jetzt können wir praktisch in das Storehouse reingehen. Ist hier an der Seite. Und sehen jetzt, aha, alles klar, wir haben im Moment einen Weizen noch übrig. Und dann da oben noch die Möglichkeit, was damit zu machen. Also klicken wir mal hier raus. Und eben jetzt hier auf den Test-Button, das möchten Sie von uns auch noch. Wir sollen praktisch einmal ein Weizenfeld abarbeiten und einmal ein Brot produzieren, haben wir gemacht. Haben das geschafft und unsere erste Mission abgeschlossen. Zwischendurch kann hier wieder mal ein bisschen Werbung kommen, aber nichts Tragisches. Und wie ihr seht, auch wieder Halloween ist ein großes Thema mittlerweile. Solltet ihr also, ja, also ihr wisst ja, wie das läuft. Im Endeffekt ruhig mal etwas in die Richtung anschauen. In Deutschland ist ja nicht ganz so groß, aber trotzdem ganz nett. So, und dann geht es im Prinzip in Level 2. Und ihr seht schon, es ist jetzt nicht immer, wie es bei anderen Aufbauspielen ist, dass wir praktisch die ganze Zeit immer mit diesem einen Level arbeiten. Das war's. Und hier gibt es wirklich verschiedene Level, die ihr durchspielen könnt. Das geht hier hinten auch noch weiter. Also ihr seid dann noch eine ganze Weile beschäftigt, wenn man sich das hier anschaut. Und ja, dann eben auf Level 2 einfach mal rein und gucken, was dahinter steht. Und ihr seht schon, wenn ihr Level 2 abschließt, kriegt ihr $300 Refund dafür, also praktisch, oder kriegt praktisch $300, dass ihr damit arbeiten könnt. Und sonst eben dann, wenn ihr das besser macht als normal, eben noch mehr. So, und jetzt seht ihr schon, jetzt, das war es noch lange nicht. Also es geht hier noch viel, viel weiter, weil das ist jetzt euer Laden, in dem ihr das Ganze verkaufen könnt. Es ist also nicht irgendwie ein Style und das war's, sondern vieles, vieles mehr. So, zuerst müssen wir erstmal, damit hier das Brot verkauft werden kann, Leute anheuern. Und theoretisch auch noch in die City eben gehen dafür. Und dann eben auf dieses Staff-Gebäude hier drücken, um eben jetzt eine Person reinzuholen. Hier könnt ihr jetzt auch gucken, was die Person jeweils kann, wie gut die drauf ist und so weiter und so fort. Kann es mir gerade nicht leisten und ich kann besser gesagt nicht auf was drauf drücken. Und jetzt verkaufen die praktisch hier unser Brot eben an die jeweiligen Leute. Okay, und hier haben wir einen Customer, der ein Mikrofon in der Hand hält. Warum, weiß ich auch nicht. Aber es ist so. Und das Mädel da möchte eben etwas haben, beziehungsweise hat uns eben gewotet, mehr oder minder, und sagt, unser Brot ist super. Und ihr seht schon, da unten steht es ja im Prinzip, wenn wir praktisch genug Customer haben, die sich freuen über unser Essen hier und unsere verschiedenen Produkte, dann kriegen wir hier oben auch Sternebewertungen und das ist später gut, um hochzuleveln. Sonst müssen wir jetzt eben dann langsam mal wieder zurück zur Farm, weil nämlich unsere Kühe uns brauchen, so wie es aussieht, beziehungsweise in dem Fall jetzt nicht die Kühe, sondern unser Dings ist fertig, unser Weizen. Das heißt, müssen wir natürlich jetzt alles hier schön einsammeln und wenn wir das wollen, eben dann neues Weizen oder neuen Weizen auspacken oder reinpacken. Ich mache das jetzt einfach mal, hier möglichst viel dann auch zur Verfügung stehend haben. Einmal draufdrücken, hier nochmal draufdrücken. Los geht's. So, ich lasse es jetzt mal dabei. Ich hoffe, das reicht. Jetzt zeige ich euch einfach nochmal so ein bisschen, was hier sonst noch so zur Verfügung steht. Also wir können hier jetzt eben nochmal drauf gehen, dann sehen wir nochmal die Stadt. Und wie ihr seht, ist das nicht alles. Also das wird später noch was freigeschaltet, was eben darüber hinausgeht, über das, was ihr bis jetzt hattet. Ihr werdet also Market Research noch machen und die Technologie erforschen und so weiter und so fort. Alles sehr, sehr nett gemacht. Hier kann man noch Werbung machen und so eine Lottery spielen. Schaut euch das Spiel einfach mal an. Es macht wirklich Laune, ist auch nett gemacht und einfach super, super süß auch umgesetzt, das Ganze. Ich finde, wenn man solche Aufbauspiele mag, besonders weil es eben auch diese Levels gibt und so weiter, ist es eine coole Geschichte. Probiert es gerne mal aus und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir auch schon durch für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß bei der Episode. Wenn das so ist, ein Thumbs Up dalassen bitte unten. Und dann natürlich ein Kommentar, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sowas, einfach unten in die Kommentarspalte reinpacken. Ich versuche alles zu beantworten, was ich kann. Und darüber hinaus natürlich, wenn ihr noch nicht subscribed habt, unten gibt es den Button dafür. Probiert auch das. Gut, und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine super schöne Woche. Bleibt gesund. Wir sehen uns in der nächsten Woche bzw. am nächsten Wochenende wieder.
Und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen, schöne Woche, vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.